Liebe Bücherleser, wir haben das Buch jetzt leider nicht da, aber den Hauptdarsteller, den Schweinskopf al dente. Ein Riesenbuch von der Rita Falk und das haben wir jetzt verfilmt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, zu lesen und zu verfilmen. Und ich hoffe, euch macht es Spaß, das anzuschauen. Gell, Rudi? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ich habe nur wahnsinnig viel Wurst zwischen dem Zahn. Ja. Ja. Trailer. Cut. Was sagt er? Ich hab nichts gesagt. Ich hab dich vor einem halben Jahr gefragt, ob wir dann endlich einmal zusammenziehen. Und du? Ja, ein bisschen nachdenken müssen. Ja, du kannst ja gerne noch länger drüber nachdenken. Der Luca ist extra wegen mir aus Potenza hoch an Gardasee gezogen und hat eine Pizzeria gepachtet. Eine Pizzeria? Ja, eine Pizzeria. Pizzeria Potenza. Ja, aber bei so einem Lokal, da ist man doch den ganzen Tag auf den Beinen und da kriegt man leicht Krampf, und du neigst doch eh schon dazu. Oh mein Gott, der Eberhofer ist so ein Volldepp. Haben Sie jetzt Ärger mit der Mafia? Das war der Küstner. Der Küstner. Der Psychopath ist seit der Woche abgängig. Warum soll jetzt der Küstner eher einen Schweinskopf ins Bett legen? Schließlich war ich derjenige, der das hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Wenn ich rauskomme, bringe ich dich um. Wir fahren jetzt zu Ihnen. Was ist der mal da? Ich übernachte da. Und wer ist das? Das ist mein Vater. Den hätte er mir jetzt ganz anders vorgestellt. Ich mir auch. Rudi, du musst mir helfen, einen Küstner zu finden. Warum ist ausgerechnet ich? Weil der Moracek jetzt bei uns am Hof hockt. Ihr habt den Vollschuss, oder? Jo, Mann. Und weil mir der Moracek dermaßen auf den Sack geht, dass ich ihn demnächst selber umbringen werde. Braucht ihr noch ein drittes Tiramisu? Herr Moracek, Mäuse fängt man immer noch am besten mit Speck. Ich spiele nicht die Mausefalle für den Küstner. Wir sind die Falle. Sie sind der Speck. Ich bin kein Speck. Du, geh weiter. Bring den Küstner zur Strecke. Zu was hat man dir den Polizist werden lassen? Die Oma wird nicht geschubst. Hast du das kapiert, du Zipfelklatscher? Das war der Anschlag. Der kann ich mir lebhaft vorstellen, wie euch der Küstner zum Saufen und Kissen zwingt. Hast du der Uschi etwa ein Tiramisu gegeben? Ja. Sag mal, spinnst du? Da ist doch Alkohol drin. Und Espresso. Wir suchen nach Geheimbotschaften. Du, Franz, ich brauche den Condition. Wir fahren nach Italien. Wer mir? Ja, mir! Okay, Louis. Quest du, ey, Franz? Wenn ich mit dem Typen fertig bin, passt der in keinen Schuh mehr, ne? Scheiß Italien. Geheimoperation? Super geheim. Und ich sehe mit der Pizza. Wie viele halbe haben wir denn schon getrunken? 7 halbe, 5 Jackie und ein Radler. Das ist jetzt aber nicht so ein versteckter Kamerabums-Dings, wo ich mir nachher total verarscht vorkomme, oder? Nein.